Mahlzeit, schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben Herbst und wir müssen mal so langsam, glaube ich, auf Winterreifen wechseln. Da ich das hier bei mir ja mit mehreren Fahrzeugen jedes Jahr immer mache und mir das immer mit dem Wagenheber, Drehmomentschlüssel, Radkreuz so langsam zu viel wurde, habe ich mir mal was ganz Tolles gekauft. Und zwar ein Schlagschrauber, akkubetrieben. Ich zeige euch den mal. So, das ist er, der Ryobi 18 Volt Akkuschrauber, macht laut Etikett 400 Newtonmeter Lösemoment. Ist schon ziemlich viel für einen Akkuschrauber, also Konkurrenzprodukte haben meistens einiges weniger. Ich weiß, der von Aldi letztens, der sogar, ich glaube, für 80 Euro im Angebot war mit Akku, macht nur 220 Newtonmeter. Wir werden das Ding gleich mal zusammen auspacken. Ein Starter-Set von Ryobi habe ich bereits, weil ich einen Akkuschrauber habe mit Koffer, zwei Akkus, Ladegerät. Deswegen habe ich hier nur den Schlagschrauber bestellt ohne Akku, da die Akkus aus der Ryobi OnePlus-Serie in alle Geräte passen. Also innerhalb dieser OnePlus-Serie halt. So, wir warten nicht länger. Lasst uns auspacken. So, ich habe das Ding jetzt einfach mal hier hingestellt. Ich habe das alles ein bisschen näher im Blick. Wie gesagt, ich habe den selber noch nicht ausgepackt. Der ist ja alles noch hier zu. Wir schauen jetzt einfach mal, was in dem Karton drin ist. So, gut zugeklebt, aber schon offen. So, wir haben eine Bedienungsanleitung. Einmal generelle Sicherheitsinformationen und Garantieschein. Und eine Übersicht über die ganzen OnePlus-Geräte, im Prinzip, wo überall das Starter-Set, also die Akkus, reinpassen. Wenn ich jetzt so einfach mal schaue, achso, hier oben steht es, über 70 Werkzeuge, die sich mit diesem Akkusystem ja, bedienen lassen. Ist schon cool. Wäre klasse, sowas, ja, im Prinzip alles davon zu haben, oder? So, einmal jetzt das zur Seite. Das schieben wir jetzt auch mal zur Seite. So, jetzt geht es um den Akkuschrauber. Nehmen wir den mal raus. Da ist noch was im Karton. Ich guck mal, da ist, glaube ich, noch was im Karton. Oh ja. Wir haben hier noch einen Adapter von halb Zoll auf Bit-Antrieb. Das heißt, wir können hier normale Schraubenbits verwenden. Ich habe hier, glaube ich, mal einen. So, so ein Ding hier können wir dann einfach hier. Na, gucken, so, zack, rein, fertig. Ah, ja, so, und das ist auch recht stabil alles. Finde ich gut, das ist hier mit einem Krafteinsatz verbunden. Das heißt, der kann hier recht viel Newtonmeter übertragen auch. So, den nehmen wir mal zur Seite. So, dann schauen wir uns jetzt mal den Akkuschrauber an. Das ist er. Sieht schön aus. Also ich finde die Farbe ja richtig klasse. Ne? Also es ist mal ein bisschen was anderes wie Bosch Grün, Bosch Blau oder Makita Blau. Einfach mal so ein leuchtendes Grün. Richtig klasse. Mit einem Soft Grip. Das ist hier alles ziemlich, also es ist gummiert. Gummiert hier hinten auch. Wir haben hier einen Vor- und einen Rücklauf. Hier kommt dann der Akku gleich rein. Der Halbzoll-Anschluss und ach, was ich persönlich ziemlich cool finde, der hat hier drei LED-Leuchten, ja, um im Dunkeln zu schrauben. Hier haben wir nochmal eine Dreigang-Umschalttaste. Das heißt, wir können hier zwischen drei Gängen wählen. So gesehen für niedrige Kraft, mittlere Kraft und einmal die volle Kraft. Also dann diese 400 Newtonmeter wohl. Das werden wir gleich auch mal testen. So, wo habe ich jetzt den Akku? Muss ich mal schauen. So, hier ist der Akku, OnePlus, das ist jetzt ein recht kleiner Akku, 1,3 Amperestunden. Ja, ich weiß nicht, wie weit wir damit kommen. Wenn wir, ja, ich sag mal, einen Radsatz damit lösen können, wäre ich schon echt zufrieden damit. Stecken wir einfach mal hier rein. So, von der Bauhöhe natürlich so ein kleiner Akku, recht kompakt. Wenn wir jetzt, ich glaube, das Größte, was wir dafür kriegen, ist der 5 Ampere Akku.
dann steht er schon mal noch ein bisschen höher. So, gucken wir, ob der funktioniert. Oh. Ja. Also der ist recht, also für mein, ja, ich denke mal, der ist recht leise. Ich hatte schon mal einen anderen gehabt, also der war deutlich lauter. Was will ich schon sagen? Okay, oh, auf Stufe 1. Ah, da hört man auch sofort. Ja, dass er ganz andere Drehzahl auch macht. Das heißt, ich denke mal, Stufe 1 ist mehr mal so, um irgendwelche Schrauben reinzudrehen. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Drehmoment der im Gang 1 macht, wird aber, ich denke mal, gut unter 100 Newtonmeter auf jeden Fall noch liegen. Ich denke mal, das wird dann eher so sein, um Radschrauben anzudrehen, aber halt nicht festzudrehen. Ja, ich würde sagen, wir testen das Ding jetzt einfach mal. Ich bereite mal eben was vor und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt einfach mal eine 17er Nuss genommen. Ich weiß gar nicht, wo meine Langnuss gerade ist. Egal, das funktioniert auch. Wir werden jetzt einfach mal schauen, wie und ob der Akkuschlagschrauber die Radmuttern löst. Dabei fange ich jetzt erstmal in Stufe 1 an. Gucken wir mal, ob der die lösen kann. Ich weiß selber nicht, mit wie vielen Newtonmeter die festgezogen worden sind. Ich weiß nämlich nicht, der die Dinger drauf gemacht hat. Ich hoffe mal, dass die mit 120, so wie Herstellervorgaben sind, 120 Newtonmeter angezogen worden sind. Falls es mit dem Radkreuz gemacht wurde, ist es wahrscheinlich mehr. Aber das schauen wir einfach mal, wie tapfer der sich hier schlägt. Nee, also Stufe 1, also das funktioniert gar nicht. Ja, gehen wir mal eine Stufe höher, auf 2. Gucken wir mal, ob er es damit hinbekommt. Okay. Stufe 2 hat er hingekriegt, hat mir aber für meinen Geschmack ein bisschen zu lange gehämmert. Normalerweise so 3-mal und dann muss er eigentlich schon lösen im Normalfall. Wir gehen jetzt mal auf Stufe 3 und gucken uns mal den Unterschied an. Ja, das ging jetzt, glaube ich, noch ein bisschen schneller. Also der hat ja richtig heftig gehämmert gerade. Nicht verkehrt, jetzt schrauben wir einfach mit Stufe 1 wieder rein. Also das sind definitiv keine 100 Newtonmeter. Also ich würde jetzt sagen, der zieht die Dinger mit vielleicht 50 an. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ist ja vollkommen in Ordnung, dass er die so leicht anzieht, weil wir ja sowieso mit dem Drehmomentschlüssel nochmal dran gehen, um die natürlich überkreuz, ja, nach Herstellervorgaben halt anzuziehen. Ja, ich teste jetzt einfach nochmal die anderen Schrauben auf Stufe 3 und gucken, ob die sich vielleicht noch schneller oder langsamer lösen lassen. So, gucken wir mal die andere Schraube. Oh. Ja, da hat er jetzt schon ein bisschen mehr gearbeitet. Aber er hat sie gelöst. Ist ja erstmal okay, wenn er die gelöst hat. Gucken wir die andere. Oh ja. Also echt ein bisschen sehr schnell das Ganze, aber es funktioniert. Dann tun wir die mal alle wieder rein. Ja, das schafft er schon mal. Ich werde jetzt die Akkus noch mal laden lassen und dann werden wir im nächsten Video einfach mal schauen, wie viele Räder der tatsächlich gelöst bekommt, beziehungsweise ob auch der kleine Akku mit 1,3 Ampere-Stunden einen kompletten Radwechsel schafft. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, abonniert mich doch gerne, gebt mir einen Daumen hoch. Dadurch unterstützt ihr mich so ein bisschen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao.